Ich stehe kurz davor, nach Elysium zu gehen. Viel Glück. Ich meine es ernst. Ich gehe nach Elysium. Ach, komm schon, Rufus. Es ist ja rührend, dass du in meine Fußstapfen treten willst. Aber musst du dabei wirklich jeden einzelnen Scheißhaufen mitnehmen? Nicht jeden. Ich würde zum Beispiel niemals meinen 8-jährigen Sohn zurücklassen. Ach, du würdest ihn mitnehmen. Das würde ich. Wenn er nach dir schlägt, hoffe ich, du hast Schaufel und Beutelchen dabei. Ich erzähl's dir irgendwann. Ein guter Plan. Ich kontaktiere derweil meinen Rechtsschutzberater. So, Lumi. Du musst um 4 Uhr raus. Ja, das kann ich dann verstehen, dass du um 10 Uhr... Also bis 10 Uhr kannst du aber? Also bis 10 Uhr wollte ich schon machen. Was genau arbeitest du denn da? Ich muss Anweisungen an meine Bediensteten schreiben. Und das soll wichtiger sein, als sich mit seinem Sohn zu unterhalten. Wir haben uns seit Jahren nicht gesehen. Ach. Und jetzt kommt es plötzlich auf jede Sekunde an? Ich trage Verantwortung für dieses Haus und seine Bediensteten. Ich habe auch verantwortungsvolle Dinge zu tun. Ich muss die Welt retten. Und warum lungerst du dann hier noch rum? Muss ich denn immer noch hinter dir stehen, damit du deine Aufgaben erfüllst? Wegen des Dates. Nun druckst nicht so herum und mach dich gerade, Junge. Was willst du wissen? Was muss ich gleich tun, damit du mich einen Tisch reservieren lässt? Die Schnabeltiergerichte müssen von der Karte verschwinden. Und wie du okay. Das anstellst, ist mir egal. Deal. Versprich mir nur, dass niemand dabei zu Schaden kommt. Zu spät. Ich habe bereits Deal gesagt. Okay. Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Er zieht nicht mal bei 8-Jährigen. Okay, was kann ich hier noch klauen? Bücher. Geheimtüren in Bücherregalen Volume 1. Geheimtüren in Bücherregalen Volume 2. Puh, diese Bibliothek ist die reinste Platzverschwendung. Okay. Als echter Gentleman lese ich viel. Als echter Blablabla. Das ändert nichts daran, dass das Regal groß und hässlich ist. Außerdem Geheimtür. Ist es hier viel zu dunkel zum Lesen. Das stimmt wohl. Ich sollte mir bei Gelegenheit einen neuen Kristallkronleuchter leisten. Aber vorerst werden es wohl noch ein paar Kerzen tun. Ich brauche Kerzen. So. Hier, Rufus. Sei so gut und bring dieses Memo zum Bedienstetenbriefkasten. Für wen hält der sich? Für mein... Dad. Egal. Ich bin auf jeden Fall nicht sein Laufbursche. Okay. Hier noch. Von wegen Luxusvilla. Hier wuchert ja bereits das Unkraut. Das sind Blumen, Rufus. Die lasse ich mir als Schmuck aus dem Garten bringen. Dieses hässliche Gemüse? Sie könnten tatsächlich mal wieder etwas Wasser vertragen. Ich brauche Wasser für die Blumen. So. Oh, Herr Gott. Habe ich jetzt wirklich, kriege ich jetzt Aufgaben, die ich erfüllen muss für den Vater? Okay, was haben wir noch? Goldfischglas. Von wegen Luxusvilla. Hier haben sich sogar schon Parasiten eingenistet. Das ist mein Aquarium. Ich sammle seltene Zierfische. Selten okay. Dämliche vielleicht. Und mickrig sind sie auch noch. Ich müsste sie tatsächlich mal wieder füttern. Ich brauche Brotkrumen. So. Oh Herr Gott. Warum komme ich jetzt darauf, dass ich jetzt von dem Dichter jetzt noch mehr brauche? Kann ich das jetzt irgendwas machen? Finger weg von den Zierfischen! Ich wollte sie nur mal streicheln. Ich sagte nein. Ach, Menno. Okay. Das ich lauf vom Dichter einfach alles. Ich kann noch weiter. Ne, jetzt ist das. Ich will jetzt dieses Buch ziehen. Ich will in den Geheimgang. Das hier springt ins Auge. Geheimtüren in Bücherregalen für Dummies. Ziehen Sie an dem Buch mit dem Titel Hier ziehen für Geheimtür. Na, wer hätte das gedacht? Ja, dann zieh doch mal. Ziehen Sie an dem Buch mit dem Titel Hier ziehen für Geheimtür. Na, wer hätte das gedacht? Ziehen Sie an dem... Okay. Mehr haben wir nicht. Dann gehen wir wieder raus. Doch, da oben war noch mal ein Buch. War? Oh. Oben rechts. Oh, jetzt wirklich? Das habe ich gar nicht gesehen. Und die Pflanze hast du auch nicht angeguckt. Doch, angeguckt habe ich so. Und das stört ihn jetzt nicht, dass ich da aufgemacht habe? Ich habe eigentlich keine Beziehung zu
Putzwerkzeugen. Andererseits mag ich kleine technische Gadgets, die mehr Lärm machen als nötig. Hm. Also nehmen wir mit. Eine Klappe. Mitnahmen. Losen. Sieb. Moment. Was ist das? Doch nicht etwa ein Flusensieb. Doch, es ist ein Flusensieb. Nehmen wir es mit. Oh, ich kann was in dieses Flusensieb reinstecken. Kann ich in das Flusensieb reinstecken? Toilettenpapier? Ich will nicht, dass es noch mehr verfusselt. Es kleben schon genug Flusen aus meinem Mantel dran. Hm. Dann nehmen wir die Drogen. Ich will nicht, dass es noch mehr... Es kleben schon... Nee, wollen wir auch nicht. Wir noch drauf einpacken. Alles kaputt machen mit Zucker. Ich will nicht, dass es okay, geht. Dann eben nicht. Aber irgendwas muss ich da reinpacken. Weiß man noch nicht was. Okay, mach das mal wieder zu. Kann ich da hoch? Oh, ich kann da hoch. Mit der Blume kann ich nichts machen. Ich kann sie nur angucken. Kann ich mit dir interagieren? Ah, gut. So, hoch. Ausgucken. Okay, was habe ich hier? Aber ein Rohr. Willkommen beim Phlagomat. Für Halbmast hier menschliche Asche einfüllen. Praktisch. Okay. Öse. Was für ein bescheuertes Wort. Öse. Okay. Was soll ich hier denn tun? Den Handstaubsauger mit der Asche? Der Phlagomat reagiert nur auf menschliche Asche. Praktisch. Soll ich denn jetzt menschliche Asche hernehmen? Oh, okay. Ich, Beim Dichter stand auch eine Urne rum. Noch mehr Zeug. Noch mehr Zeug, was ich von ihm klaue. Oh, das ist ein Fenster. Hab ich noch nicht gesehen. Von wegen Luxusvilla. Hier ist ja die ganze Wand offen. Das nennt man Panoramafenster, Rufus. So habe ich immer den gesamten Schwarzmarkt im Blick. Dafür zieht es wie Tigerfischsuppe. Hm. Das sollte die Bodenheizung eigentlich ausgleichen. Ich brauche Kohle. So. Er braucht Kohle. Na klar. Was er nicht alles braucht. Wir brauchen alles vom Dichter. Kannst du eigentlich gar nichts alleine erledigen? Dafür habe ich meine Bediensteten. Wischen die dir auch den Hintern ab? Oh, da bringst du mich auf eine Idee. Jetzt hör doch mal auf zu kritzeln. Sag mal, Klopfer. Merkst du gar nicht, dass dir das überhaupt keine Zeit spart? Im Gegenteil, du bist die ganze Zeit nur am Nachrichten schreiben. Nicht in diesem Ton, junger Mann. Oh, Entschuldigung, Sir. Na toll, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich gleich schreiben? Ah, ich hab's. Ich brauche den Faden. Warum? Was ist, wenn du dem Dichter was zeigst? Dann wird er mir wahrscheinlich eine knallen. Okay. Weil. Oder vielleicht. Wusste es jetzt nicht. Nee, hat doch ein Bediensteter-Dings, hat er gesagt. Was ist der Bediener? Hier ist ein Vogelhaus. Leer. Von dem Vogeldreck mal abgesehen. Hm. Okay, gehen wir mal. Sollen wir runtergehen zum Dichter nochmal? Gehen wir nochmal zu. Ja. Sein Hörner ist auch nicht gerade ein... Nee, der ist definitiv kein Heiliger. So. Was ist das? Eine Nachricht von Captain Hochwohlgeboren? Die kannst du gerne behalten. Ich brauche nichts von dem Zeug, das er hat. Na, dann dürfte dich diese Nachricht umso mehr interessieren. Was? Zeig mal! Ich brauche Kerzen, verdammt. Er braucht Kerzen. Ich lese es, ja. Und du hast Kerzen. Ja, aber ich... Na? Ich brauche sowas nicht. Nimm es ruhig, wenn du es haben willst. Worauf du einen lassen kannst. Okay. Ich habe hier noch ein Memo von Seagull. Oh je, mir schwant Übles. Ich brauche Wasser. Nimm es ruhig, wenn du es haben willst. Na los, bedien dich. Okay, jetzt will ich den armen Mann auch noch komplett beklauen.
Ja. Ich fühle mich. Dem raubst du jetzt alles, was er noch hatte. Ich fühle mich nicht wohl dabei, aber okay. Horst von Siegal! Oh, bitte nicht! Ich brauche Kohle, also auch die Kohle. Nur zu, sie gehört dir! Rate mal, was ich hier habe. Noch eine Memo. Bingo! Ich brauche den Faden. Tja, was auch sonst. Da geht der Faden. Er ist echt selbst schuld an seiner Situation. Das sehe ich auch so. Okay, was haben wir noch? Und trotzdem nutzt du es schamlos aus. Ja, aber ich brauche ja das Zeug, um weiterzukommen. Da bin ich wieder. Und diesmal... Nimm dir einfach alles, was du findest. Ich brauche absolut gar nichts mehr. Außer einer stillen Minute, um mich in den Schlaf zu weinen. Okay. Dann nehme ich das Brot. Und guck, was ich noch nehmen kann. Die Urne. Ich nehme die Urne. Hey, was machst du da? Du hast gesagt, ich kann mir alles nehmen. Aber... Das ist die Asche meiner Mutter. Tja, ich habe die Regel nicht gemacht. Okay. Ich habe sie lediglich etwas verbogen. Okay. Der Arm. Klopf, klopf. Du schon wieder? Aber du musst schon zugeben, dass Captain Seagull einen lässigen Lebensstil hat. Alles materieller Schnickschnack. Ich brauche nichts von dem Zeug, das er hat. Ja. Wie war das gleich? Der Stolz hat du brauchst alles genommen, nichts von dem, was Captain Seagull braucht? So ist es. Mach's gut. Genau. Lass mich allein. Okay. Was wohl passiert, wenn du jetzt wieder reingehst? Ob er immer noch da sitzt oder? Vielleicht schläft er jetzt. Er sitzt da. Okay, okay. Da oben passiert. Okay. Das ist nicht fürs Spiel relevant. Okay. Gut, wir gehen wieder zu Sieger. Du kriegst dein Zeug. Hey, Dad! Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat? Nicht weglaufen! Ich bin bald zurück! Vergiss den Spruch. Erzieh. Okay, dann machen wir's so. Herzog. Schau mal, Paps. Himmel, Junge! Hast du etwa schon wieder fremdes Eigentum eingesteckt? Hatten wir nicht ausführlich über dein Kleptomanie-Problem geredet? Du bringst das auf der Stelle zurück, junger Mann. Auf der Stelle! Nein. Er will's nicht haben. Ja, egal. Schau mal, Paps. Himmel, Junge! Hast du etwa... Hatten wir... Du bringst das auf der Stelle... Okay. Soweit kommt's noch. Okay, dann eben nicht. Falsch das alles. Das Zeug kannst du jetzt alles selber benutzen. Au. Dann erstmal die Urne. Asche da rein. So, komm ich bestimmt an die Hose. Jetzt ist es nicht mehr ganz der höchste Punkt der Insel. Wenn ich das Hosenbein spannen könnte, würde es ein prima Katapult abgeben. Aber womit soll ich es befestigen? Offenbar fehlt mir hier noch eine Komponente. Ich behalte das mal im Hinterkopf. Wie wär's mit dem Faden? Wenn ich das Hosenbein spannen könnte, würde es ein prima Katapult abgeben. Aber womit soll ich es befestigen? Offenbar fehlt mir hier noch eine Komponente. Ich behalte das mal im Hinterkopf. Der Haken? Stimmt, ich könnte das sein mit dem Haken. Und da sage noch einer, ich verstünde nichts vom Angeln. Ich habe mir ein voll funktionsfähiges Hakengedöns gebaut. Okay. Okay, ich habe ein Hakengedöns. Und jetzt die Hose? Gute Idee. Jetzt muss ich das Ende nur noch irgendwo befestigen. Dann habe ich ein astreines Katapult. Dann mache es an der Hose fest. Und ich
Wow. Wenn mal wieder... Nichts passiert. Okay, und was weiß ich damit? Ja, das weißt du noch nicht. So weit bist du noch nicht. Ich möchte den Fisch schießen. Ich weiß. In meinen Händen kann alles zu einem tödlichen Projektil werden. Aber das hier wäre als Munition vollkommen ungeeignet. Schade. Ich werd's lustig gefunden. Okay, jetzt habe ich hier einen Katapult gebaut. Ich habe komische Sachen, wo ich nicht weiß, wohin mit. Okay. Oh, der Rechen ist nicht mehr da. Aber ist hier ein Spaten? Dieser Spaten weiß sich viel besser zu benehmen als diese verfluchte Harke. Stimmt, die Harke hat ja jetzt der Kerl wieder in der Hand, weil er jetzt das Laub aufhaken muss. Genau. Stimmt. Darauf habe ich gar nicht. Damit hatte die ja Rache in den Rücken gesetzt. Ja. So, ich habe einen Spaten. Und ich habe Erde. Lose Erde habe ich genug im Mantel. Wenn ich mehr Erde brauche, sollte ich mir ein passendes Behältnis suchen. Wo ist mein Topf? Das ist zwar nur Dreck, aber auch nicht mehr als der Rest, den ich mit mir rumschleppe. Mit. So. Kann ich den Kübel noch mitnehmen? Na super. Noch mehr Dreck. Lass ein. Ich rühre grundsätzlich. Ja, ist okay. Du willst. So weit bist du erneut noch nicht. So. Das Nest will er einfach nur Dreck. Das ist ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Okay. Das sind die Platypus-Nester, aber was will ich? Was will ich jetzt mit den Sachen, die ich habe? Tja. Welches offene Ende hast du denn noch, wo du noch nichts dran gemacht hast? Oh, ich habe so viele offene Enden. Nee, du hast jetzt ein spezielles. Trink mal was. Das ist sehr schön, dass du mir ein Trink mal was gibst, aber dafür muss ich jetzt aufstehen, weil in mein Glas ist ja vorne Fliege geflogen. Bin gleich wieder da. Wir trinken mal mit. Ja, trink mal mit. Genau so. Das sind extra Porterine. Naja, kommt drauf an, welche was für eine Sorte Fliege es ist. Das stimmt. So eine grüne Schmeißfliege, die vorher auf dem Misthaufen war, würde ich jetzt nicht unbedingt mittrinken wollen. Nee, das ist wahrscheinlich nur so eine Obstfliege. Ja gut, die rühren ja Misthaufen nicht an. Ja. Aber vergehrt das Obst. Wahrscheinlich ein. Kann man nicht mal von Proteinen reden, das ist ein Protein. Ja! Sehr gut. Und flach. Zu den Geräuschen vorhin, ich habe hier Schaumstoff geschnitten. Nicht, dass jemand irgendwas anderes denkt. Mein. Und die Tür ist ausgegangen. Warum? Bist du dran gekommen an den Ausschalter? Wahrscheinlich. So, So. Einschicken. So. Ich hege nämlich gerade die Absicht, ein paar Fußpfoten zu bauen. Du willst ein paar Fußpfoten bauen? Ja, musst du halt gucken, im Livestream ist das halt mit Geräuschen immer so eine Sache. Das ist richtig. Ja, dann schalte ich dich auf Mute. Und ich habe mir ein paar Gummibärchen geholt. Hahaha. Wolf? Gummibärchen sind okay, solange er nicht knistert. Gut. So, erstmal was trinken. Gummibärchen hört man nicht. Was soll das denn sein? Fanta ohne Zucker. Blaue Fanta ohne Zucker. Warum kaufst du dir sowas? Ich hab's geschenkt bekommen. Das ist Lumi widerlich. Lumi schreibt, wieso ist dein Getränk blau? Weil es blaue Fanta ist ohne Zucker. Das ist nicht lecker. Also blaue Fanta mit Zucker geht? Keine Ahnung. Aber hatte ich schon. Die schmeckt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Weiß man denn mittlerweile nach was? Damals, als ich sie gekauft habe, habe ich es, glaube ich, rausgekriegt. Aber ich kann es dir nicht mehr sagen. Ich hab's wieder vergessen. Bin nicht da. Auf jeden Fall nicht lecker. Okay.
Hättest du mal die Fliege mitgetrunken. Vielleicht wäre das der bessere Plan gewesen. Komm, also die Kohle schmeißen wir jetzt erstmal da rein. Spaß beiseite, Insekten sind gar nicht so schlecht. Was kann ich noch was brauchen? So irgendwie die Kerze anzünden? Aber mit was? Ich hab eine Idee. Muss hier hin. Und diese Kerze an dieser Kerze an. Ist gut. Man sollte immer ein wenig offenes Feuer im Mantel haben. Super Idee. So, jetzt gehen wir wieder zurück. Ja. Was ist dein Hauptauftrag derzeit? Bin ich mir nicht so ganz sicher. Erstmal mache ich Feuer. Weiß zwar noch nicht warum. So. Ja. Lodre, lodre, Ofen brodle. Ofenklappe zu.